Heute gibt es ein kleines Update hier zu meinem 28er Blaubecken. Was ich jetzt getan habe, das sind jetzt ein paar Tage vergangen nach dem letzten Video, wo ich es euch vorgestellt hatte, wo es quasi neu war. Also da stand es schon 2-3 Tage. Aber ja, jetzt eine gute Woche später möchte ich euch mal kurz mitteilen, was bisher so geschehen ist. Also als erstes, was ihr noch nicht wisst, ist, dass ich das Becken nach dem Tropica 90-Tage-Programm einfahre, also mit der App, die 90 Tage, wo man alle paar Tage so eine Nachricht bekommt, mach jetzt einen Wasserwechsel, mach das und das, düng das und das, also ein Leitfaden für die Einfahrphase. Ich bin jetzt bei Tag 12, also Tag 12 gibt es nicht, gibt Tag 10 und 14, also vor 2 Tagen war Tag 10, 12. Tag. Nach dem Einfahren. Und ja, es hat sich schon gut was getan. Jetzt vor allem in den letzten 1-2 Tagen konnte man das gut sehen. Ich habe einmal auf meinen Wurzeln rechts, vor allem weil die rechts, habt ihr ja im letzten Video mitbekommen, rechts, die ist ein bisschen länger drin als die linke Wurzel. Die rechte Wurzel hat schon richtig ordentlich Bakterienrasen ausgebildet. Also die ist richtig flauschig überzogen schon. Die linke geht, die ist jetzt schon dabei, sich einzudecken mit flauschigen Bakterienrasen, aber die rechte ist wirklich komplett zu. Dann ist schon seit ein paar Tagen die erste Pflanze, wo ich so richtig gesehen habe, jetzt wächst die so ein bisschen, war ein paar vereinzelte Rot-Talahara-Stiele, die sind dann, haben sich verdoppelt von der Größe, also es waren ja In-Vitro-Pflanzen, also irgendwie so groß und die sind jetzt so oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Die haben schon ein bisschen losgelegt. Nicht alle, aber so ein paar sind schon, stechen jetzt aus dieser Gruppe heraus. Und heute, was richtig spannend ist, wo ich sehe, dass es jetzt so langsam losgeht, ist einmal meine Hygrophila pinnatifida. Die gibt nämlich jetzt richtig Gas. Da sind ganz, ganz viele neue grüne submerse Blätter gekommen. Und die bei den linken sieht man es nicht so gut, weil die wirklich schon sehr dicht gepflanzt wurden. Aber an der rechten Wurzel sieht man es gut, die werfen schon gut Ausleger. Also da sind wirklich kleine Ästchen entstanden mit kleinen dünnen Wurzeln und neuen Blättern. Das freut mich sehr, also die scheint gut anzuwachsen. Dann habe ich ja noch vor einer Woche ungefähr Schwimmpflanzen eingesetzt. Lymnobia, weiß ich nicht weiter. Irgendwas mit Lymnobia, dieser Froschbiss heißt es, glaube ich. Also so eine typische Schwimmpflanze, jetzt nichts Besonderes. Und die wächst natürlich wie Sau. Also da ist Tag 14, ich habe geguckt, sollen die Hilfspflanzen beschnitten werden. Also da wird es auch langsam Zeit, mal die ein bisschen auszudünnen. Weil die nimmt mir erstens die ganze Strömung vom Filter weg, wie so eine Barriere. Weil die kriegen ja auch so richtig lange Wurzeln, wie so eine Mauer schon. Und so langsam nehmen die schon so ein bisschen Licht in Anspruch. Ich muss sie immer schon zurechtschieben, so ein bisschen, das ist immer lustig. Aber ja, bisher recht einfach, heikle Wochen kommen ja jetzt. Aber bisher sieht es sehr gut aus. So ein paar Pflanzen sehe ich noch nicht so viel. So ein paar von der Hydroctyle tripatita so ein bisschen. Die ist, glaube ich, auch ein bisschen gewachsen, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sieht so ein bisschen so aus. Die Gratiola sehe ich jetzt nicht so genau. Einzelne Blätter von der Hygrophila pinnatifida perlen schön auch aus. Also ab und zu kommen da schon so ein paar Sauerstoffbläschen raus. Ich habe dann zwischendurch noch Schnecken eingesetzt. 6 Leopard-Rennschnecken, meine ich, heißen die. Die sehen schön aus. Sie sehen aus wie wirklich wie Ostereier, finde ich. Immer so ein bisschen mit so einem Muster und so. Manche sehen aus, als wären sie gerade operiert worden, weil die so wie so einen Nahtstreifen da oben drauf haben. Aber sehr schöne Tiere, wirklich. Und Garnelen habe ich eingesetzt, meine Eigenzucht quasi, also meine 2 großen Blue Dream Garnelen und die ganz kleinen, so um die 10 kleine Red Fire Garnelen mit Larven. Die habe ich aber erst in dem Beutel entdeckt, dass da so kleine Larven drin waren, als ich die eingesetzt habe. Also Garnelenstamm sieht auch schon mal gut aus. Klar, auf dem Filter habe ich wieder direkt dieses Schwämmchen gelegt. Zwischendurch habe ich einen kleinen Test am Laufen und zwar mein ADA Clearwater habe ich jetzt das erste Mal auch in Benutzung, ist, wie der Name schon sagt, macht das Wasser klar und bindet Phosphat, also für die Einfahrphase auch ein bisschen interessant.
Ja, ich habe so ein paar Mal halt es dosiert, 3 Spritzer auf 30 Liter, das sind ja 28 Liter hier. Es bringt schon was, also nach so einer Stunde ist das wirklich schon ein gutes Stück klarer. Es ist jetzt nicht so, dass du wirklich BAM, Riesenexplosion und das Becken ist klar wie ein Diamant, weiß ich nicht was. Aber es bringt schon was, also für so ein Foto oder so ist das wirklich eine nette Sache. Der liegt jetzt auf jeden Fall bei null, nicht messbar, also kaum noch nachzuweisen. Das bringt ordentlich was. Der Phosphatwert war davor bei dem Becken bei 0,1, etwas weniger als 0,1, also noch grüner Bereich. Und der war wirklich nahezu null. Also bei diesem Test nicht nachweisbar dann mehr. Also es ist ein gutes Stück, wirklich. Ein gutes Stück. Nimm das da Phosphat raus. Kann man natürlich auch, ist natürlich ein teurer Spaß, aber da er irgendwie alle 3 Tage sich das Clearwater reinspritzt und der Phosphatwert bleibt bei null quasi. Aber ja, es wäre jetzt, ich habe es nicht eingesetzt, um meinen Phosphatwert runterzukriegen. Der war ja noch in Ordnung. Aber einfach mal, um das ein bisschen auszuprobieren, auch für Fotos oder so, habe ich mir das jetzt angeschafft. Ja, Garnelen habe ich gesagt. Ja, ganz normal. Die, was jetzt noch spannend ist, ist das der Druckminerer von der CO2-Flasche. Ist jetzt wieder da seit gestern. Der wurde ja eingeschickt, weil der zum zweiten Mal nicht funktioniert hat, beziehungsweise dieses Überdruckventil irgendwie rumgespackt hat und die Flasche direkt da quasi leer gegangen ist. Man hat es draufgeschraubt und dann pfft, und alles weg. Und ja, jetzt funktioniert das. Läuft jetzt alles regulär. CO2 läuft jetzt. Ich steuere schon ganz langsam auf meinen knappen 30 Milligramm pro Liter. Schön, der Diffusor hängt jetzt in der Strömung von dem Hang-On-Filter. Ja, also es läuft bisher eigentlich recht reibungslos. Düngung kommt bei dem Tropica 90-Tage-Programm, ich bin mir gerade nicht sicher, nach Tag 25 oder 21 oder 25, irgendwie sowas, fängt man an mit dem Premium hier zu düngen. Also der Eisen und Kalium enthält, kein Nitrat und Phosphat. Und dann später geht man dann einmal auf den Specialized. Und da muss man dann gucken, das ist immer so eine Angelegenheit, bin ich mir jetzt nicht sicher. Muss man gucken. Man steigt dann um und während dieser Umstellphase findet man so ein bisschen seinen eigenen Weg. Also am Anfang ist klar, Tropica Premium ballert man da rein, gibt so keine andere Möglichkeit und dann wird es ein bisschen offener, das Programm. Also es sagt wirklich, wenn du guck mal danach, wenn du das hast, sonst passt das da an und dann muss man halt, es ist recht unwahrscheinlich, dass die einer von den beiden Düngern perfekt auf mein oder eins von euren Becken passt. Dann muss man so ein bisschen nachsteuern. Ich habe ja die Aqua Rebell Dünger, habe ich noch da. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, wenn Nitrat und Phosphat irgendwas nicht stimmen würde, habe ich Nitrat, Phosphat einzeln da. Den Makro Spezial von Aqua Rebell, dann würde ich wieder auf den Premium umsteigen und sagen wir, wenn jetzt Phosphat Überschuss ist, dann würde ich halt Premium plus N, Makro Special N von Aqua Rebell. Irgendwie sowas wird dann auch noch mal ein Video zu kommen, wenn es dann soweit ist. Das war jetzt so das, was eigentlich passiert ist. Beleuchtung immer noch bei 8 Stunden. Ja, und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao.